Herzlich willkommen zu Galaxy Pass Station, den ultimativen Weltraum-Stationssimulator. Dieses fesselnde Spiel wurde mit großer Hingabe und Leidenschaft innerhalb von 3 Jahren von einem kleinen Team von nur 2 Personen entwickelt. Obwohl es ihr erstes Spiel ist, hat sich die Arbeit auf jeden Fall gelohnt. Das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Aber bitte beachte, dass ich hier eine Beta-Version des Spiels spiele, die möglicherweise noch den ein oder anderen Fehler beinhaltet. Aber keine Sorge, das Team von Galaxy Pass Station arbeitet unermüdlich dran, dieses bis zur Veröffentlichung am 13. September zu beheben. In Galaxy Pass Station haben wir Gelegenheiten, unsere eigenen Weltraumstation für faszinierende Aliens aus 13 verschiedenen Rassen zu erstellen und zu verwalten. Darunter Tintugania, Zubonide, Marsianer, Sul, Graue und viele mehr. Wir können ihre Fotos, DNA und galaktische Papiere betrachten, während wir uns auf der Station um sie kümmern. Aber wir sollten gewarnt sein, denn es lauern auch gefährliche Monster in der Nähe, also immer Augen auf beim Eierkauf. Die Vielfalt der Alienarten stellt uns sicherlich vor eine Herausforderung. Aber mit spannenden Aufgaben wie dem Kontrollieren von den Papieren, Durchführen von Tests und Verwalten von Stationseinrichtungen wird es in diesem Spiel einfach nie langweilig. Also bauen wir unsere eigene zollfreie Zone mit köstlichen Essen, gemütlichen Schlafgelegenheiten und aufregenden Einkaufsmöglichkeiten, um sicherzustellen, dass unsere Gäste eine fantastische Zeit haben. Die farbenfrohe 2D-Pixelgrafik und die prozentuale Charaktergenerierung sorgen dafür, dass jede Erfahrung einzigartig sein wird. Wir können zwischen Endlos- und Story-Modus wählen und unsere Station wird zu unserer Basislager, Büro und Zuhause. Können wir dem Druck standhalten und die beste Weltraumstation der Galaxie bauen? Finde es heraus, indem du unsere Galaxy Pass Station Video anschaust. Schon jetzt vielen Dank, dass du unsere Station besuchst und viel Spaß beim Erkunden des Universums, der Aliens. Wir freuen uns drauf, dich an Bord zu haben. Dein Captain Bondaro. Bevor wir in die aufregende Welt eines neuen Spiels eintauchen, lass uns klarstellen, dass meine Meinung auf persönlicher Spielerlebnis basiert, ohne jegliche finanzielle Entschädigung. Ich habe hier einen exklusiven kostenlosen Zugangscode, den ich nutzen werde, um ein cooles Video zu basteln. In diesem Video werde ich nicht nur meine eigene Meinung zum Spiel teilen, sondern auch einen Einblick in das, was das Spiel so besonders macht. Ganz wichtig, keine Kohle fließt hier für mein Feedback. Das basiert einfach auf meinem ehrlichen Spielerlebnis. Ja, hallo erstmal. Herzlich willkommen hier zu meinem neuen Spiel. So, ich habe bis jetzt nur gestartet. Und was ich gemacht habe, ist hier in Einstellung war ich und habe Audio, die Musik hier leiser gemacht, weil ich nicht weiß, was ich nicht weiß. Aber was bin ich weiß, ist egal. So, okay, das habe ich gemacht. Mehr habe ich nicht getan. So, achso, doch, hier. Ich habe noch die Straße, wollte ich sagen, benannt. Naja, gut, ich habe den auf Germany gestellt. Finde ich schon mal voll geil. So, und ich bin sehr, 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 sehr gespannt, was uns hier erwartet, sage ich dir ganz ehrlich. Gut, aber nichtsdestotrotz, wir starten jetzt mal durch. Autoren, da habe ich auch schon mal drauf geklickt, da passiert nicht viel. Da kommen wir hier hin. Und ja, da wird bestimmt noch das eine oder andere bald drinstehen. Hier können wir das Spiel beenden, das wollen wir natürlich nicht. Einstellung habe ich jetzt, habe ich etwas vergessen? Schnittstelle, Steuerung und Schnittstelle. Ja, okay, ist ja noch eine Beta, die ich hier habe quasi. So, aber ich glaube, das kann ich alles so lassen, oder? Anzeige, Maximum, bla bla bla. Naja, komm. Machen wir spielen. So, wie laden? Nee, können wir nicht. Wir machen ein neues Spiel. So, erster Kontakt 20 Jahre vor Beginn der Geschichte über den ersten Kontakt der Menschheit mit Außerirdischen und der galaktischen Regierung. Aha, jetzt kann ich hier auswählen. Zweiter Kontakt 3025, der Start einer weiteren Raumstation, Galaxy Pass. Die Hauptgefahren haben die Menschheit
umgangen über die galaktische Regierung. Nicht über, aber die galaktische Regierung schläft nicht. Zugangscode erforderlich. Aha, gut. Wir machen erstmal das. Der erste Kontakt ist immer der beste Kontakt, ne? So, Start. Ich bin sehr gespannt, wirklich. Zukunft des Jahres 3020, bla bla bla, ja, gut. Weiter. Barriere teleportiert die Reisenden zurück am Erna. Sehr schön. So. Gleichzeitig fand die erste Kontakt mit den galaktischen Regierungen der außerirdischen statt. Oh je. Eine riesige Flotte von außerirdischen Schiffen bewegte sich mit einer enormen Geschwindigkeit auf die Erde zu. Okay. Oh. Was erwartet die Menschheit morgen? Das Ende der Welt oder Ära? Die neue Ära. Die Außerirdischen landen in der Nähe des Firmenhauptsitzes auf der Erde. Man könnte ja das Ding jetzt hier überspringen, aber wie gesagt, ich weiß ja selber nicht, was mich hier erwartet. Sie sind hier. Jeder schrie, filmte, was geschah. Okay. Ah. Sie sind hier. Ja. Das ist schön. Ich bin auch hier. So. Fürchte dich nicht. Wir sind der Frieden. Wir sind der Frieden und wollen nichts. Ungebildete Rede. Okay. Die Barriere ist weg. Wir haben sie ausgeschaltet. Fliege, wohin du willst. Okay. Die galaktische Regierung betrachtet dich als Gefahr. Wer redet jetzt hier? Ich bin verwirrt. Ich bin irgendwie verwirrt. Es besteht Gefahr von dir. Zerstörungen erwarten dich. Nutze die Warp-Antrieb weise. Aber das ist ja so mehr so ein Tutorial, oder? Das Ende. Ich gehe. Wir gehen. Was? Das war jetzt ein bisschen. Das muss ich mir gleich nochmal im Video anschauen. Vielleicht habe ich jetzt auch irgendwas falsch verstanden. So. Sie hinterlassen eine kurze Anleitung. Sie hinterließen eine kurze Anleitung. Ich habe zu wenig Kafka getrunken. Ich muss mal einen Kafka einschütten. Erstellen Sie ein galaktisches Dokument. Zweitens. Starten Sie die Raumstation, kontrollieren jeden. Das sieht schon mal schick aus. Das sieht schon mal sehr schick aus. Das gefällt mir schon mal. Ich mag ja solche Grafiken. So. Und jetzt schütten wir uns erstmal einen Kafka ein. Jetzt hätte ich bald den Tisch. Weil ich auf den Monitor geschaut habe, hätte ich bald meinen ganzen Kafka statt in der Tasse auf meinen Schreibtisch hier verballert. Naja, gut. Ich habe gar keinen Deckel mehr. Wieso habe ich denn hier gar keinen Deckel mehr? Jetzt muss ich hier so ein Dings hier nehmen. Wie heißen diese? Wisch weg. Na, wie heißen diese Dinger? Wisch weg. Waschwisch. Die unter Wasser anhalten kannst und alles wegwischen. Weißt du, was ich meine? Ist egal. So. Hallo, Stationsleiter. Ich bin Ihr Roboterassistent. Gesendet von der Blablabla Corporation. Meine Aufgabe ist es, Ihnen bei allen hier zu helfen. Ja gut, das ist schön, dass du mir hilfst und auf eine gute Zusammenarbeit. Die Firma hat Sie zum Chefmanager dieser Galaxy Pass Raumstation ernannt. Das ist doch klar. Ich bin der beste Pilot weit und breit. Das wird lustig, das Spiel, das sehe ich jetzt schon. Dies ist die erste Station des interstellaren Hubs des Sonnensystems, sowie die Grenzkontrollzonen der ersten Passagiere werden bald kommen. Ja, immer mit der Ruhe, Evi. Ne? Ich muss erstmal warm lesen. Sie sind verpflichtet, alle ihre Dokumente zu überprüfen. Allerdings ist in dieser Firma etwas durcheinander geraten und einige von ihnen haben das falsche Foto in ihren Dokumenten. Wie konnte das nur passieren? Und einige törische kleine Leute, die Kooperation haben, einen Fehler mit den Daten gemacht. Einige Dokumente besagen fälschlicherweise, dass sie Roboter sind. Okay. Getrennt. Ach du Heimat, und was kommt jetzt hier?
Das lese ich jetzt aber, glaube ich, nicht alles vor. Hallo, nur für den Fall sende ich Ihnen eine grundlegende Anweisung. Sie müssen sie nicht alle auswendig lernen, das ist schön. Aber es wäre natürlich, dieses zumindest zu lesen. Aha, Kontrolle. Skala ändern. Verwenden Sie das Mausrad und die Station hinein. Okay. Ja, rein, rauszoomen. Ja, Mausrad, okay. Kamerasteuern, verwenden Sie die Richtung WASD. Ich hätte jetzt auch nichts anderes erwartet. Oder das wäre ja mal ein Clou, wenn andere sagen müssen, nicht WASD, sondern ASDB oder so. Ja, jeder würde dumm gucken. So, indem Sie die Maustaste gedrückt haben, verwenden Sie die Richtungstaste WASD oder bewegen Sie die Kamera in. Also, okay. Ja, typisch. Ein Objekt auswählen. Um etwas an der Station auszuwählen, wenden Sie die Maustaste. Okay. Hotkeys, Leertaste, Zeit und Station einfrieren, auftauen. Ich denke mal an Pause, ne? So, oh, schön geschrieben. Ja, Nummer 2, erhöht die Geschwindigkeit des Eingabestationen. Okay. Nummer 1, standardmäßig die Station. Okay. B, schnelle Stationaufbau, Menü, löschen, löschen, löscht den ausgewählten Artikel oder Raum. Das ist alles. Die Anweisungen werden Ihnen immer zur Verfügung stehen. In Terminal, Mail, viel Glück. Ja, danke, werde ich haben. Jetzt muss ich aber mal schon Kaffee trinken. Fliegen wir jetzt schon oder was? Raumfahrtlinie, die erste Urkunde. Grüße, Erdling. Die Galaxie A809 wartet auf die Genehmigung zur Landung. Will ich dich hier haben? Solar Zulu. Ah, guck mal, hier steht doch was. Möchte öfter schlafen als andere. Minus 15 Jahre Lebensbedingungen jede Stunde für sich. Trinkst du, ja, ach komm. Das Raumschiff ist bereit, sich über die Sonnensystem hinaus zu wagen. Aber zuerst müssen wir alle galaktischen Unterlagen für die Erdlinge vorbereiten. Während Sie Ihre Papiere überprüfen, werde ich einen Spaziergang um den Bahnhof machen. Ja dann, hau rein, mein Freund. Bitte genehmigen Sie unsere Landung und überprüfen Sie Ihren galaktischen Pass. Okay. Warte mal. Der will jetzt auf mein Raumschiff und dann arbeitet der für mich oder was? Oder wie? Oder Fluginformation, Mars. Raumfahrtlinie, die erste Erkundung. Flugzeit 1 Minute. Raumschiff Galaxy 8, bla bla bla. Passagiere 5 enthält Erdlinge 5, denke ich mal. Fracht ist nichts. Passagiermerkmal. Transit. Bleibt nur ein Tag am Bahnhof. Okay. Landung. Na gut. Was habe ich für eine Wahl? Ah, ich könnte sogar ablehnen. Wäre mal interessant zu wissen, was jetzt passiert, ne? Wenn ich ihn ablehne. Machen? Ah, nee, komm. Getrennt. So, was muss ich jetzt hier tun? Irgendwie fehlt mir hier Sound, also irgendwie. So Geräusche, weißt du, was ich meine? Überprüfen Sie die Dokumente der Besucher. Klicken Sie auf einen Besucher mit den Ausrufezeichen, drücken Sie die Prüftaste. Ach du Scheiße. Wir machen erstmal einfrieren. Alles klar. So. Frieden. Ach, guck mal an, ey. Ist ja Erich witzig, würde ich sagen. I Erich witzig. Irre witzig. Ja, okay. Die haben Zufriedenheit, Stimmung, scheint sehr gut zu sein. Lebendig. Wenn nah null, braucht die Person Schlaf. Okay. Zum Passagier, was ist los mit dir? Trinken, ja gut. Hygiene, okay. Ja, pff, was soll ich jetzt sagen, ne? Rin Wilson, wenden Sie Unternehmen Kommunikation.
25 Stück. Was ist das hier? Was bedeutet das? Was ist das? Ist bestimmt das hier oben. Zahlung für Entschädigung. Es ist bestimmt das hier oben. 0 Stück habe ich davon. Erhalte durch Besucherchecks und Suche nach Fehlern in den Dokumenten verwenden für die Erforschung bestimmte Technologien und die Suche nach außerirdischen Arten. Also soll ich jetzt checken, ob der hier Mensch ist oder steht das jetzt gerade nicht? So eine Scheiße. Jetzt wird es mir erklärt. Okay. Überprüfen Sie die Dokumente. Stellen Sie sicher, dass es keine Fehler in Dokumentation der Passagiere gibt. Das Foto, die Rasse, Passagier sollten den Informationen in seinem Dokument entsprechen. Also sie muss dann sie sein. Okay. Entsprechen. Wenn es keine Fehler gibt, schicken Sie sie runter zurück zur Station. Wenn es keine Fehler gibt, schicken Sie sie runter zurück zur Station. Wenn es einen Fehler gibt, schicken Sie ihn hoch, damit er die Station verlässt. Ah, okay. Vergessen Sie nicht, wieso sage ich jetzt immer, ah, okay. Ich weiß, warum ich das sage, weil ich habe vorhin jemand reden gehört, der hat immer gesagt, ja, okay. Ah, ja, okay. Und jetzt fange ich auch schon die Scheiße an. Ne? Also, wenn ich das jetzt nochmal sagen sollte, ja, schreib mir einen Kommentar rein, ne? Wie oft ich ja, okay gesagt habe. Ohne Scheiß, mach das mal. Ne? Ich versuche es zu reduzieren. Also, ich versuche es ganz wegzulassen. So, okay. Auf geht's. Vergessen Sie nicht, die Dokumentation von kleinen Tisch auf den großen Tisch rechts zu ziehen. Kleinen Tisch? Dann ist das der große Tisch. Alles klar. Ach so. Validieren Sie. Ah, was stand da oben jetzt? Also das von der Grafik her muss ich schon sagen, gefällt es mir. Atme einfach, bleib konzentriert. Das gefällt mir schon. Der Stil gefällt mir, ja. Ich bin ja auch so ein kleiner digitaler Künstler. Bestimmt nicht so gut wie diese Künstler hier, aber es ist ansprechend, wirklich ansprechend. Sehr, sehr ansprechend sogar. So, was haben wir jetzt hier? Galaxy Pass. Kann ich jetzt hier irgendwo draufklicken? Okay, Erde. Rin Wilson. Er sieht so aus, ne? Erdling. Geburtsdatum 2999. Ja, wie soll ich das jetzt checken, ne? Aha. Das soll ich jetzt bei jedem machen? Oh, Mama Mia. Überprüfen Sie die Dokumente. Stellen Sie sicher, dass es keine Fehler in Dokumentenpass gibt. Das Foto. Okay, wenn es keinen Fehler gibt. Ja, gut, das haben wir vorhin schon gehabt. Ah, okay, warte. Wie mache ich das hier wieder weg? Gästebuch. Tolle Station, meine erste Bewertung. Ah, apropos Bewertung, ne? Ja, Daumen nach oben. Klingeldocke aktivieren, ne? Kein Video verpassen. Versuche immer regelmäßig jetzt hier. Unregelmäßig, regelmäßig, solange es mir keinen Stress macht, immer neue Projekte hier vorzustellen unter Warm-up Games. Genau, in meine Kategorie Warm-up Games. Wir laufen uns warm für das Spiel. So, Programm schließen. Zumachen. Also man muss jetzt jeden kontrollieren. Ja, das ist ja jetzt nicht galaktischer Leitfaden. Das ist. Okay. Ja, warte mal. Jetzt muss ich dann hier. Komme ich jetzt wieder raus hier, verdammt. Aha. Ablehnen, genehmigen. So. Er sieht so aus, wie er aussieht. Geld, Erdkohle, 267. Keine Ahnung. DNA. Ja. Genehmigen. Warum ist das hier so ein HEX? Ergebnisse der Dokumentationsüberprüfung. Foto. Fehler in der Dokumentation. Galaxy Pass. Foto? Wieso? Das Foto war doch korrekt. Galaktische ID war richtig. Vollständiger Name. Das kommt mir irgendwie bekannt vor hier. So ein Checksystem. Da gibt es auch ein Spiel. Ah, wie hieß? Ach, das habe ich mir nicht geholt. Das hat ein Kollege von mir sich geholt.
Ich habe die Demo gespielt. Ach, wie hieß das noch? Da warst du so ein Grenzposten. Da musstest du das auch machen. Nette Geschichte, finde ich gut. So, galaktische ID, vollständiger Name, Geburtsdatum, Registrierungsplan, spezifische Rasse, Rennlogo. Scannen, Fehler gefunden, 0 von 1. Die getroffene Entscheidung, fahren Sie zur Station. Richtigkeit des Ergebnisses. Strafe für falsche Entscheidung. Aha. Ich bin richtig überrascht hier. Warte mal einen Moment. Wieso habe ich jetzt hier einen Fehler gemacht? Ich verstehe nicht, warum ich jetzt einen Fehler gemacht habe. Zahlen Sie die Strafe. War er doch hier, oder? Warte mal, dann machen wir noch mal. Machen wir noch mal. Dialog starten. Lassen wir so tun, als ob wir uns kennen. Was willst du von mir? Lassen wir so tun. Aha, okay. Ja, lassen wir so tun, als ob wir uns kennen. Was willst du von mir? Ist das jetzt Absicht oder unbeabsichtigt? Ist egal. Es geht darum, am Bahnhof zu arbeiten. Führen Sie eine Befragung durch. Verlassen Sie sofort den Bahnhof. Verhaftung. Auf Wiedersehen. Ich würde gerne seine Dokumente nochmal sehen. Führen Sie eine Befragung durch. Ich werde alle Ihre Fragen beantworten. Wie ist Ihr vollständiger Name? Nächste Frage. Ihr Planet der Registrierung. Erde. Nächste Frage. Geburtsdatum. Dann nie was anderes? Ich glaube, da stand was anderes drin, ne? Nächste Frage. Noch mehr Fragen? Ich will. Na, warte mal, jetzt nochmal zurück. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Vollständiger Name. Wiedersehen. So. Okay, machen wir nochmal den nächsten hier. So. Wir machen nochmal den nächsten hier. Dialog. So. So sieht der Vogel aus. Und wir müssen das jetzt hier hinziehen. Guck hier, er sieht genauso aus, sag ich mal, aus, dass es ein bisschen gelblich ist hier. Und der Name steht hier. Was ist das hier für ein Ding? Ja, das verstehe ich. Ja, warte mal. So, ja, das habe ich ja vorhin schon gelesen. Ist ja Quatsch. Galaktischer Leitfaden. Oh, steht auch in Englisch da. Okay. So, ist ein Erdling und der ist hier 2963 geboren. Er sieht genauso aus. Er hat Kohle. Das ist nix. Sie Dokumente. Ja, ich würde sagen, ist okay, ne? So, jetzt bin ich mal gespannt. Wieder, was habe ich denn gemacht? Zahlen die Strafe. Warum soll ich Strafe zahlen?
Wieder in Dokumentation, Galaxy Pass. Warum? Mutter war doch richtig. Getroffene Entscheidungen fahren Sie zur Station. Ja. War noch eine englische Dings hier. Was passiert hier? Wie ist pausiert? Antworten. Ich bin wieder hier. Haben Sie Dokumente der ersten Passagiere? Ich habe keine Zeit. Sehen Sie den. Es gibt keine Zeit. Senden Sie den Brief. Okay. Ich denke, du hast wenig verstanden, nicht wahr? Ich habe so gut wie gar nichts verstanden, mein Freund. Gar nichts. Zunächst ist das Foto in den Dokumenten nur ein Foto. Die Haarfarbe, Frisur und Kleidung der Menschen stimmt möglicherweise nicht mit denen überein. Was sie vor sich sehen, das ist normal. Jeder verändert sich. Das ist richtig. Zweitens, denken Sie dran, dass Roboter wie ich aussehen, als wenn die Dokumentation eines Erdbewohners angeben, dass er ein Roboter ist, ist das ein Fehler. Oh ja, wenn Sie versucht haben, den Scanner einzuschalten, ist es noch nicht voll funktionsfähig. Wir werden bald beheben. Ihre aktuelle Aufgabe besteht darin, die verbleibenden Passagiere am Bahnhof zu überprüfen. Ja, in Ordnung. Getrennt. Überprüfen Sie alle verbleibenden Passagiere erneut. Stellen Sie sicher, dass jedermanns Foto übereinstimmt und dass im Feld der spezifischen Erdbewohner und langsam. Erdbewohner und nicht Roboter steht. So, dann machen wir dich nochmal hier. Dialog statt. Ich bin gerade vom. Ach so, die habe ich schon überprüft, ne? Sie müssen Ihre Dokumente überprüfen. Die Dokumente sind in Ordnung. Keine Überprüfung ist notwendig. Ich bin sicher. Überprüfen Sie die Dokumente. Ich hatte Angst davor. Es ist so traurig in meiner Seele. Ich schlage vor, mich jetzt nicht zu überprüfen, okay? Ich muss jetzt sofort überprüfen. Keine Diskussion. Also gut. Aber jetzt ist meine Stimmung völlig im Keller. Das ist mir vollkommen egal. So. Was können wir ein bisschen beschleunigen? Nein, gar nicht. Ich muss das hier alles checken. So. Erdling. Er ist Erdling. Ja, ist korrekt, ne? Er ist Erdling. Genehmigen. Nehmen wir ihm oder sie. Ich höre Ihnen zu. Fragen Sie. Ich muss Ihre Dokumente checken. Ich habe genug von Ihrer Bürokratie. Überprüfen Sie es. Ja, ein bisschen deutscher Lande. Ich hab's eilig. Alles scheint in Ordnung. Ja, das ist mir doch egal. Also, ich schlage vor, 373 vor, ich schlage vor, 373 Euro zu schlagen, damit wir die Überprüfung abschließen können. Habe ich Kohle? Besitze Geld. Nein, überprüfen dich. Ja, mecker mal ruhig. So, Frisur ist anders, ja, aber das ist ja Erdling. Ja, alles klar, okay, genehmigt. Für den hier? Haben Sie eine Frage, Vorschlag für mich? Ja, Dokumente, mein Freund. Hier, meine Dokumente, okay. Ja, gib her. Getrennt, ja. Bla bla bla, lass mich. Aha, warte, 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 warte. Der hat nur ein Auge und du hast zwei. Ah ja, okay. Nicht genehmigt. Ablehnen. Tschüss. Ah. Ah. Piep, 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 Signal. Hallo, ich bin der Leiter der wissenschaftlichen Offizier. Okay. Wir haben diesen verrückten Borddrohne repariert. Niemand
im Labor weiß, warum die streikt. Ja, gut. Wir haben das genau gestartet. Nachricht. Wir haben ein Labor, eine Station eingerichtet. Okay, super. Jetzt können Sie die Technologie erkunden. Sie wissen schon, neue Stühle, Fenster und alles Mögliche. Auf jeden Fall kannst du Spaß haben, aber wenn ich du wäre, würde ich zuerst die Bürokratie studieren. Wenn ich jetzt also studieren gehen muss, ach du Heimat, dann müde vom Durchsuchen der Dokumente, das wird helfen. Bis später. Tschüss. Aufgabe. Aber nicht so schnell. Erkunde die Technologie, verwenden Sie das Labor, um die Forschung zu starten und Technologie freischalten der Bürokratie. Gut, getrennt. So, wir gehen jetzt ins Labor. Ach du Heimerland. Okay. Bürokratie. Spezielle automatische Dokumentation. Bahnhof, was gibt es Neues? Okay. Dann erforschen wir das. Es geht. Ja, normal, ne? Das ist normal. Gut. Station. Ich würde gerne. Service? Du Heimerland. Ja, gut, hier kann man einiges machen, ne? Upgrade. Die Drohnenverbesserung in der Station, die schneller, stärker, besser werden. Okay, alles klar. Kriegen wir hin. So, zurück. So, Büro. Achso, das ist dein Erforschungsdings hier. Dann siehst du das. Oh, das geht recht schnell. Das ist ja cool. Okay. Da brauchen wir nicht ewig warten. Das ist schon ganz cool. Dann machen wir jetzt mal hier auf 2 hat er geschrieben, ne? Ja, 2 bedeutet das. Fertig. Gehen wir doch auf 1 zurück. Für 10 Minuten, Fracht, Schreibtisch, Büro. Ach, jetzt kriegst du die ganzen Klamotten. Ah, wir haben eine neue Technologie erforscht, Bürokratie. Ich habe Ihnen ein paar Musterartikel in die Station gebracht, Schreibtisch. Ja, schön. Zelle Roboter automatisieren die Dokumentation am Bahnhof. Ladung genehmigen. Gute Nachricht. Jetzt können Sie die Prozesse der Überprüfung der Passagiere teilweise automatisieren, wenn Ihnen die Zeit davonläuft. Das ist schon mal cool. Bauen Sie die bürokratische Station. Okay. Wenn Sie keine Zeit haben, Dokumente zu überprüfen, stellen Sie mehr Bürokraten und stellen Sie mehr Büroangestellte ein. Und vergiss nicht, dass du jemanden hier musst, um notwendige Ressourcen zu sammeln. Ich möchte auch anmerken, dass ich ziemlich klug bin, im Gegensatz zu dir. Wie bitte? Warum habe ich das gesagt? Ja, das war ich mir auch gerade. Ach, Scheiße, was war das für ein Fenster? Ach, was war das jetzt für ein Fenster? Ich hab zu schnell geklickt. So, wir können jetzt hier Bürokratie. Ein Schreibtisch ist immer am Ende des Raums. Ist so. Kann ich noch einen bauen? Nö. Kein Eintritt. Was ist das? Bauen. Ah. Bauen? Nur für Mitarbeiter? Ach, guck mal, da kannst du noch ein Zimmer machen. Also eigentlich müssten die ja erst hier hin, oder? Der ist bei jeder Verwendung erhält. Die macht das so Sinn, erst ihm hier und dann nicht das wieder rückgängig machen. Ach, wir lassen das erstmal so. So. Wir lassen das jetzt einfach mal so verwenden. Objekt zerstören. Alles klar.
Oh, ein Schreibtisch der Bürokraft. Aber das ist das Fenster aus. Guck mal! Haha. Baue. Okay. Das haben wir gemacht. Super. Habe ich jetzt eigentlich alle überprüft? Und was muss ich jetzt machen? Ah, gar nichts. Okay. Kleiner Robot. Aber irgendwie fehlt mir so ein bisschen Sound. Guck mal. So nett aus, oder? Cool Ding. Ach, der arme Kerl muss sich alles alleine machen, oder was? Na ja, gut. Derzeit können wir mal gucken, ob wir gucken. Was ist er denn für einer? Ein Dialog starten. Ich kann nicht helfen. Lassen Sie sofort den Bahnhof verhaften. Auf Wiedersehen. Es geht ja. So, der würde für mich arbeiten. Entschuldigen Sie, im Moment gibt es keine Arbeit. Ach so. Das ist nicht der Vogel, der irgendwie die Befragung durch. Stuhl W. Warte mal, wie komme ich denn? Komm ich nicht mehr an sein Dokument? So, wieso macht er da wieder Pause? Achso, jetzt arbeitet er wieder. So, Raumfahrtlinie. Piep, piep. Signal erkannt. Ich bin Kurier der Teilzonladung. Unsere Firma hat Ihnen einige Artikel der Station geschenkt. Ja, oder super. Acht, fünf Stühle. Super. Kühlung. Genehmigen Sie die Landung? Natürlich, mein Freund. Getrennt. Uah, guck mal hier. Okay, jetzt bestocken wir erstmal unsere ganze Station hier auf, um. Würde sagen, wir machen jetzt mal hier so ein. Hier unten machen wir mal so ein Zimmer hin. So, wie mache ich das? Wie mache ich das? Aha. Wie viele Passagiere haben wir denn? Sechs. Sechs Passagiere. Kommen jetzt noch mehr da hinzu? Installieren Sie einen Massagesessel mit fünf Hocker. Okay. Dann machen wir hier auch noch einen Raum hin. So. Und dann machen wir hier Sitze und. Machen wir hier so wie so ein quasi so ein Ruheraum. Ja? Ein oder zwei? Fünf. Eins. Was ist das hier? Roter. Ach so. Ich verstehe. So, warte mal. Warte. Massage. Hier eins, zwei, drei. Und Bauer, mein Freund. So, was haben wir sonst noch für Möglichkeiten hier? Menü und Option. Option. Irgendwie fehlt mir so ein bisschen. Der Sound. Können wir ein Spiel speichern? Pausiert. Laden. Aber wir können nicht speichern, oder? So. Jetzt kommt wieder ein Signal.
So, ich bin ein Pilot von der Galaxy, schlag mich tot. Ich bin ein Pilot von der Galaxy, schlag mich tot. Die Firma hat einen zusätzlichen Charterflug für Erdlinge gestartet. Wechseln Sie einfach nicht den. Was? Verwechseln Sie einfach nicht mit Robotern. Jemand hat die Dokumentation wieder durcheinander gebracht. Die Fotografien vermischt und geschrieben. Dass sie Roboter sind. Hä? Bin schon wieder verwirrt. Übrigens bin ich ein Marsmensch. Marsmenschen dürfen immer noch nicht über das Sonnensystem hinausfliegen. Solche Ungerechtigkeit. Auf die Kooperation hat es mir erlaubt. Übrigens waren sie schon einmal auf dem Mars? Nein. Ja, habe ich doch gesagt, nein. Also ja, nein. Sie sollten mal vorbeischauen. Die Natur dort ist schön. Oh, ich bin Thema abgekommen. Richtig. Nehmen Sie uns in die Landung? Natürlich. Ich könnte genauso gut einen Spaziergang mit der. Die letzte Mal Fluginformation. Aus dem Mars. Wissenschaftler, Passagiermerkmal, Wissenschaftler. Ja, dann komm. Oh. So, jetzt müsste ja eigentlich hier was passieren, ne? Genau, was blinkt denn hier? Warum blinkt das? Was ist mit dir los? Wieso ist dir langweilig? Guck mal hier. Geil. So, piep, 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 Signalassistenten. Du hast mich überrascht, Mensch. Du hast alle wichtigen Arbeiten auf der Station abgeschlossen. Geh schlafen und ruh dich aus. Okay. Ihre Arbeitsschicht beginnt um 6 Uhr morgens und endet um 11 Uhr abends. Behalten Sie Ihre Zeit im Auge. Bald wird nicht genug Zeit für alles sein. Wenn nötig, befindet sich die Uhr in der oberen linken Ecke. Die ist da oben. Ein neuer Tag, neue Ergebnisse, neue Abenteuer. Mhm. Das ist alles. Hörische Person. Und warum werden Menschen immer noch für solche einen Job eingestellt? Ja. Moment. Tag auf der Station. Guck mal, wir können uns auch hier. Cool. Aha. Okay, so ein Vollbart gibt es hier nicht, ne? Machen wir das mal so. Machen wir das so. Augen. Ich würde gern zwei Augen haben. Ah, Muster. Üb. Machen wir das so. Das können wir ja lassen. So, anderes, was ist das? Ah, die Ohren. Können wir auch so lassen. Nase können wir auch so lassen. Der Mund. Ja, natürlich. So, die Zunge ausstrecken. Dracula. Ah. Körper, Haut, Hals, Kostüm, aha. Da
machen wir das so, ne? Das sieht doch ganz cool aus, ne? Speichern. Ich habe eine Errungenschaft gekriegt, der Betrug. Okay. So. Einmeldung, Roboter. Ach du Heimland. Okay, Anweisungen, wie man einen Roboter richtig überprüft. Verwenden Sie die Anweisung und Dokumentation des Roboters zu überprüfen. Mars, Erde und der Mond sind akzeptable Optionen für Roboter. Mars, Erde und Mond. Wenn Ihr Dokument die Nummer, ach du Scheiße, 010 enthält, verwenden Sie einen Scanner, um sie mit den Originaldaten zu vergleichen. Ignorieren Sie die Farbunterschied zwischen den Körpern auf dem Bildschirm. Roboter können den Inhalt Ihres Bildschirms leicht ändern. Ignorieren Sie diese. Die Platzierung Ihrer Antenne sollten Ihre Fotos entsprechen. Jeder Roboter muss ein Herstellungszertifikat mit Informationen über seine Software und Produktionsdatum und Gewicht haben. Achten Sie auf das Gewicht der Roboter. Jede Abweichung ist ein Fehler. Verwenden Sie den Scanner, um die tatsächliche Gewicht des Roboters zu überprüfen. Die Gewichtsinformation befindet sich auf der linken Seite des Bildschirms. 9. Denken Sie daran, dass dies ist der einzige korrekte Logo für alle Roboter. Das soll ich mir alles merken? Ach du einmal. Also Mars, Erde, Mond. Finde ich geil. So. Piep, piep, Signal. Wir sind Roboter vom Mars. Lassen Sie uns durch, Mensch. Roboter sind sehr nützlich. Sie werden Ihnen viele Software bringen. Ah, unsere Mission wird einfach und wichtig sein. Wir möchten die Daten jeder Seite. Roboter. No. Okay. Eilmeldung. Willkommen. Großer Online-Shop erobert die Weltraum. Der Leiter der T-Zone hat Sie angekündigt. Lieferung der Galaxy Pass Store ist jetzt verfügbar. T-Zone-Planeten werden in der Menge Galaxy Pass Station verwendet. Sie werden die Nachricht heute auf Wiedersehen. Tschüss. Hallo, tschüss. So, wo ist jetzt dieser? Was ist denn mit ihr hier? Oder mit Sie hier? Bin noch gar nicht überprüft, ne? Vergleichen Sie das Foto mit dem Dokument. Darauf, dass der Scanner markierte Fehler bringt. Also vom Aussehen ist ja alles okay. Maria. Vergleichen Sie das Foto auf dem Dokument mit dem Scanner. Schalten Sie Dokumentationsscan ein. Den Schalter auf den Tisch. Klicken Sie auf das Foto, dann auf den Passagier selbst. Ah! Sehr cool. Okay, fällt Stimmen überein. Kann ich auch noch mehr prüfen? Achso, du kannst nur die Fotos vergleichen. Okay. Ja, genehmigen. Haben wir Plus gekriegt hier. Plus 5. Signal. Boah, Junge, jetzt ja richtig was los. Wieder einmal tust du nichts für die Wissenschaft. Das Labor steht still, wissen Sie. Ach, sehen, ja. Immer.
Wissen Sie, wie die Spitze? Eines dieser Technologien auszuwählen. Mausautomaten, Labor, Stühle. Ja, machen wir das. Also, großartig. Jetzt haben wir Lieferung, die Waren vom Mars. Es handelt sich um die Warenkatalogen, die Möglichkeiten der Station geliefert werden. Okay. Dort gibt es einen Tagerabatt. Also behalten Sie das im, ach, das auch noch, Sie im Auge. Die Lieferung dauert, ist nicht kostenlos. Und außerdem, jedes Element hat ein Gewicht. Es gibt Gewichtslimit und Sie können es selbst herausfinden. Haben Sie jemals eine Pizza bestellt? Oh ja, das habe ich. Es sollte einfach sein, versuchen Sie, Stühle, Gemälde, Fenster und alles andere zu bestellen, was Sie möchten. Ich habe mal eine Pizza bestellt. Die Story muss ich dir erzählen. Ich habe mal eine Pizza bestellt. Ich war alleine hier. Kevin allein zu Hause. So, also ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Pizza bestellt. So, und da habe ich gesagt, okay, das kann ja nicht so schwer sein. Dann habe ich dann die Super-App gestartet und dann habe ich geguckt, was für eine Pizza. Da stand da klein, groß oder so ungefähr. Und da habe ich so gedacht, ja, aber das irgendwie sieht, also ließ sich das alles irgendwie so zu klein. Ich habe Cola. Ne? So, was habe ich gemacht? Habe mir die Pizza bestellt. So, ich versuche es mal, die Kurzversion. Und dann habe ich, kam der Pizzabote, da hat er einen riesen Karton gehabt. Ich denke, was hat er denn da? So ein großer Karton. Da mal eine Pizza drin. Ja, da hat er mir das gegeben. Und ja, was soll ich dir sagen? Da habe ich das Ding ausgepackt und dann habe ich das festgestellt, dass ich eine Familienpizza bestellt habe. Also das zum Thema Pizza bestellen. Versuchen Sie etwas zu bestellen. So, getrennt. Terminal. Versuchen Sie etwas zu bestellen. Haben wir. So, was hat er jetzt? Ich soll jetzt irgendwas bestellen. Stühle. Ist das der Preis oder was? Oh, okay, da sollten wir drauf achten. Nehmen wir noch 4 Stühle. Merkt er sich das jetzt? Guck mal, der hat Rabatt hier. Toilette ist bestimmt wichtig. Die nehmen wir auch noch mit. Was ist das? Kein Erdling. Dieses Schild des Erdlings davon abhält, den Raum zu benutzen. Ah, jetzt verstehe ich das auch. Ah, okay. Oh, aber der hat 15%, ne? Haftzelle? Die nehmen wir auch nochmal mit. Ach, guck mal, haben wir gar nicht. Können wir uns nicht leisten. Toilette, Spülbecken und Sitz. Ich denke mal, das ist wichtiger. Zur Kasse gehen. So, ich habe 4 Höcker, bla bla bla. Stellung abgeben. Ach so. Schnelle Lieferung von der Erde für nicht schwere Fracht. Maximales Gewicht 600. Wie viel habe ich? Hier. Einkaufswagen. Alles klar. Was ist das hier? Das kommt dann zusätzlich dazu, oder was, ne? Einfach eine Standardlieferung. Wird in 5 Stunden ankommen. Super. Also, da musst du dich auch noch drum kümmern. Halleluja. So. Unsere Forschung läuft. Labor. Wir gehen mal trotzdem rein. Wir gucken mal, ob wir irgendwas hier Schönes machen können. Man sieht, man kann ja also wirklich einiges tun, ne? Also, man wird hier bestimmt definitiv beschäftigt sein. Komfort. Eine weitere Technologie wird. Ach so. Forschung starten.
Die Suche nach außerirdischem Leben. Oje, oje, oje. Grafik ist schon mal cool, finde ich. Wirklich. Fällt mir sehr gut. Ist zwar dann auch so ein kleines Management-Spiel. Doch voll geil, oder? Guck mal. So, aber warum haben die ja ein Ausrufezeichen hier? Inspektion. So. Die haben ja noch gar nicht geprüft. Geprüft. So, das ist korrekt. Das ist auch korrekt. Morgen Erdling. Okay. So. Wir kriegen wieder Geld. Das ist ein Roboter. So. Roboter, daran kann ich mich noch erinnern. Mars ist auch okay, ne? Und was ist das denn hier? Erstmal genehmigen wir den. Also irgendwas habe ich falsch gemacht. Inner Dokument, Galaxy Pass. Spezifische Rasse. Ist der Vogel? Da läuft er. Komm mal her, du Knaller. Aber warum? Unternehmensorientiert. Hilft anderen Bürokräfte, ihre Arbeit schneller und besser zu erledigen, was ihm ermöglicht, bürokratische Verfahren schneller durch. Zurück zum Anfang. Ja, komm, ist egal. Der ist uns durch die Lappen gegangen. Okay. Dann nehmen wir ihn jetzt hier. So, klick, klick. Was stand da jetzt? Kann nicht stehen, bitte überprüfen Sie erneut. Der Frisur, ja gut, okay, aber. Ja gut, hat andere Frisur, aber sonst. Ist ja egal, Erdling. Erde. Schon wieder oder was? Ihre Bestellung der Höcker, Waschbecken, Toilette, Landung genehmigen. Ach du Heimerland. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Egal, wir bauen jetzt erstmal hier was hin. So, wir bauen. Dann will ich mir das hier gleich mal hier oben angucken. Sitze. Die bauen wir einfach mal hier hin. Haben wir. So, dann eine Mülltonne. Die ist super wichtig. Bau dahin. Bauen noch eine Pflanze dahin. Sage sitzt ja, können wir auch eine Pflanze hier bauen. So, warte mal. Nö, kann ich gar nicht.
Was ist das? Bild. Was haben wir noch? Fenster. Okay. Cool. Guck mal, da kannst du sogar wirklich rausgucken. Geil. So, indem wir dem jetzt hier Dialog starten, lassen wir so tun, als ob wir uns kennen. Was willst du von mir? Deine Dokumente will ich sehen. Bist du nicht müde, dich selbst zu überprüfen? Aber wenn nötig, hier sind sie. Bin so müde, bitte lass mich. Ich muss jetzt sofort. Nee, mein Freund. Ist traurig. Ja, ist mir egal. So. Er ist nicht zufrieden, dass wir das gemacht haben. Sieht aber. So. Scanner anmachen. Gesprächspartner unzufrieden. Okay. Roboter. Korrekt. Doch mal gucken hier, was habe ich denn jetzt hier? Okay, der hat andere Augen, aber. Tenny ist korrekt. Tenny ist korrekt. Das ist auch korrekt. Hat einen Schlauch, hat auch einen Schlauch. Eine andere Rüstung an hier, ne? Das ist zwar identisch, aber das sieht schon anders aus. Hier, guck mal. Ist das jetzt ein Fehler oder ist das kein Fehler? Genehmige den mal. Das war jetzt richtig, oder? Ockerbau abgeschlossen. Okay, das Labor, bevor er wieder meckert. Upgraden. Das geht nicht. Können wir. Hauptzugang, mittleres Zimmer, D. Erste Weltraummotor. Aktion. Das ist auch schon fertig. Okay. Großes Zimmer. Elektriktrick. Ach, da brauchen wir hier diese Dings. Okay, alles klar. Komponenten. Brauchen wir doch keine Stühle mehr kaufen. Oder lieber das hier. So. Amber. Aber was macht der denn jetzt hier? Kein Zutritt. Warte mal. Wie kann ich das hier abreißen? Still. Okay. Machen wir auch mal weg. Dann machen wir nämlich hier nur für Mitarbeiter. So. Und dann müsste er doch jetzt hier eigentlich mal lochen, oder nicht? Gehen die jetzt hin? Jetzt gehen alle da rein, die ein Ausrufezeichen haben. Vielleicht macht er jetzt den Job.
Ja, Mann, er tut es. Ach, herrlich, okay. So, das haben wir schon mal automatisiert. Herrlich. Was ist jetzt gekommen? Irgendwas ist gekommen. Wohnsitz, Toilette. Toilette ist vielleicht. Oh, machen wir hier so eine. Hier? Hier eine Toilette hin? Waschbecken? Waschbecken vom Fenster. Ich muss immer einmal. Boah! Junge! Da, uff, da, uff, da. Ich muss immer einmal die. Moment, ich sag das jetzt. Pass auf. Ich muss also bauen klicken. Und jetzt sagen wir ein mittleres Zimmer. So, klickst du da drauf und dann kannst du ja sagen, mittleres Zimmer dahin. Dahin. Dann klicke ich einmal auf der rechten Maustaste und dann geht das automatisch weiter. So, und der macht jetzt hier seinen Job. Das ist schon mal cool. Das ist schon mal richtig cool. So, dann brauchen wir uns darum schon nicht mehr kümmern, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, ist ein richtig geiles, ich denke mal, auch nettes. Ja, cool. Termina. Ach so. Guck mal. Eine äußerliche. Statistiken. Okay, ist noch nicht. Gästebuch. Wollen wir mal gucken. Ich bin es leid, okay, da habe ich geschlafen. Das sollte sich jetzt in Zukunft ja automatisieren. Ich bin froh. Und. Ja. Ja, du musst hier alles managen, ne? Cool gemacht, muss ich sagen. Nette Idee. Anweisungen wie Roboter überprüfen. Dann kannst du deine E-Mails nochmal lesen. Hier kannst du nachbestellen. Genau, bei den Shop. Gegenstände. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Station. Einigungsdrohne. Die würde ich gerne haben. Klasse. Nö. Liefern mal ganz normal. Lieferzeit. 270 bis 280 Minuten, ja. Getränkeautomat, haben wir den nicht schon bestellt? Getränkeautomat? Der Raum ist ja auch cool gemacht, ne? Ist das? Galaxy Pass ist ein spezielles Dokument, das die Abfolge. Ah, okay. Da waren wir gerade schon drin. Okay. Beenden. Labor, Körper, Gesicht, Weltraumstation. Ne, wir schauen jetzt mal, was hier abgeht. Der ist hier richtig fleißig, der Mann. Also der Computer. Ich würde gerne noch so eine Arbeitsdrohne haben. Wie kann ich denn hier so eine Arbeitsdrohne? Gesamte Station, der Boden. Signal erkannt. Oh, das war schön. Ich möchte das zur Verfügung stellen. Es handelt sich um Fabriken, Herstellung von Waren und Ersatzteilen. Danke. Gute Ersatzteile sind wertvolle Ressourcen, die bestimmte Gegenstände der Station benötigen, um die Produktion zu werden. Ja. Können Sie bitte diese Fabrik auf dieser Station installieren?
Fabrik bauen. Bauen, Produktion, Warenfabrik. Oder machen wir die gleich mit hier hin? Und da hin, ne? Also anklicken, dann rechte Maustaste. Dann würde ich gerne nur für Mitarbeiter würde ich das hier machen. Warte mal, dann können wir doch hier ein Zutritt, ein Schild, das Besuchern und angestellten Personen die Nutzung des Raums untersagen. Drohnen sind erlaubt. Wir brauchen so ein Verbotsschild. Station. Nur für Mitarbeiter. Das Schilderdlinge davon abhalten, den Raum zu betreten. Dieses Schild, das Besucher und angestellte Personen der Nutzung des Raums untersagt. Ein Schild, das davon... Nur für... Mitarbeiter. Kaufen wir mal 5. So, und hier den kaufen wir auch noch mal. Ganz normale Lieferung. Unzureichende Ressourcen. What? Ah, okay. Nehmen wir den weg. Kaufen wir nur das, was wir brauchen. Ein Schild. Kasse. Hä? Kostet doch nur 50, oder nicht? Ein Schild will ich kaufen. Guck mal hier. 800. Bestellung abgeben. 800. Ja, nee, vergiss es. Lass mal. Wir müssen mal ein bisschen Kohle generieren. Auf Wiedersehen. Ja, mach's gut. So, Betriebszeit der Station von 6 bis 23 Uhr. Bracht ist auch schon unterwegs. Das Labor ist fertig. Okay. Dann würde ich gerne Akademie. Ja, können wir auch nicht machen. Wie kommen wir denn in seine Ressourcen? Wie kommen wir? Oh, Ressourcen. So, was machen die denn hier? Okay, hallo, ich bin der Chefinspektor der Kooperation. Ich hoffe, Sie haben mich nicht mit Ihren Assistenten verwechselt. Natürlich nicht, natürlich nicht. Ich sehe, wie schnell Sie Dokumentierung gemeistert haben. Das ist jedoch wichtig. Die Gesellschaft möchte, dass alle Bahnhofspassagiere sehr zufrieden sind. Sicherzustellen, dass alle Bedürfnisse Passagiere auf der Raumstation erfüllt werden. Trinken, Essen, Schlafen, Unterhaltung und andere Bedürfnisse. Bauen Sie mehrere verschiedene Räume und Gegenstände um die Station, um die Bedürfnisse Besucher zu befriedigen. Junge, Junge, Junge. Studieren Sie neue Technologie im Zugang zu neuen Artikeln zu erhalten. Vergessen Sie nicht die Technologie. Ich hoffe, Sie hatten die Lektion gelernt. Vielleicht werde ich nach einiger Zeit zurückkehren und die Inspektion durchführen und die Überprüfung, wie Aufgaben zu erfüllen. Es ist keine spezifische Aufgabe gegeben, du bist unabhängig oder ich hoffe, du wirst es selbst herausfinden. Getrennt. Ja,
Das werden wir. Also, wir sind jetzt hier komplett unabhängig. Wir können also tun und lassen, was wir wollen. Gefällt mir schon mal. Jetzt. Ach, guck mal. Ja, das passt doch. Also. Management, Raumstation, die Bedürfnisse, die Basisstation, musst du die Bedürfnisse der Menschen anpassen, du musst bestellen, du kannst forschen, du musst dann Räume erstellen. Nette Grafik, also, ja, ist ein Spiel, wo ich sagen würde, kann man Spaß dran haben. Kann man Spaß dran haben und was ich auch, ich denke, mal weiterempfehlen könnte. Kann ich weiterempfehlen. Für Leute, die an sowas Spaß haben. Management und sehen, dass alle zufrieden sind. Und doch, dann kann man sagen, das Spiel hat was. Also, das war jetzt kein Griff in der Kloschüssel hier. Ja? Finde ich cool. Finde ich richtig, richtig cool. Schönes Spiel. Wirklich, auf jeden Fall. Ne? So. Und ich werde es auch nochmal das ein oder andere Mal hier spielen und werde dann sehr wahrscheinlich immer so ein paar Kurzvideos machen, Momentaufnahmen. Und achte drauf. Wenn dir das gefallen haben sollte, lass einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal und hinterlass eine Glocke, damit du keiner meiner Videos verpassen wirst. So, in diesem Sinne, hallo, tschüss und tu nichts, was ich nicht auch tun würde.